Das Wort hat jetzt der Kollege Florian Tonka von der FDP-Fraktion. Dankeschön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das heute von der Bundesregierung vorgelegte Gesetz wurde in guter Absicht erstellt, denn es geht zu Recht darum, die Vertrauenskrise im Bankensektor einzudämmen. Wenn man das nicht tut, wenn das nicht gelingt, verlängert sich die allgemeine Wirtschaftskrise, die den Alltag der Menschen in Deutschland ja immer stärker erreicht. Es geht darum, sicherzustellen, dass in Deutschland Unternehmen wieder Kredite zu vernünftigen Konditionen erhalten, dass Investitionen und Arbeitsplätze finanziert und gesichert werden können, gerade bei unserem Mittelstand, der besonders unter der Lage leidet. Und es ist zugegebenermaßen eine komplexe Aufgabe, sicherzustellen, dass Bilanzen von Banken sauber werden, dass sie bereinigt werden und gleichzeitig die Risiken für den Steuerzahler zu begrenzen. Das ist nicht leicht miteinander zu vereinbaren, aber ich bin durchaus der Meinung, dass man dieses Ziel, diesen Entwurf schneller hätte erarbeiten können. Viele Banken haben ihre Papiere heute schon abgeschrieben. Das Eigenkapital dieser Banken ist stark belastet und das schlägt sich in den Kreditkonditionen nieder. Der Kollege Schneider hat es ja angesprochen. Die Leitzinsen sind niedrig, die Kreditkonditionen haben sich dramatisch verschärft und das hat mit dem Eigenkapitalschwund vieler Banken zu tun. Und deswegen ist es eher zu spät, dass dieser Entwurf erst heute vorbereitet werden kann. Man hätte seit Ende 2008 an diesem Gesetzentwurf mit Hochdruck arbeiten müssen. Die ersten Experten haben sich in diesem Zeitraum gemeldet. Aber es war vermutlich Sand im Getriebe der Koalition, der dazu geführt hat, dass das erst jetzt passiert ist. Es war ja eher so, dass die Bundesregierung noch gedrängt werden musste von ihren eigenen Institutionen. Die Bundesbank hat angefangen, daran zu arbeiten, weil nichts passiert ist. Der SOFIN, aber auch die KfW und die BaFin haben plötzlich angefangen, eigene Ideen zu entwickeln, sodass man im Grunde schon sagen kann, politisch ist dieses Vorhaben leider zu spät angegangen worden. Die Bundesregierung ist hier getrieben worden von ihren eigenen Institutionen und deswegen tragen sie auch ein gutes Stück die Verantwortung für diesen Zeitverzug. Meine Damen und Herren, das Modell steht offen für alle deutschen Banken, aber es ist kein Geheimnis, dass es einige gibt, die ganz besonders darauf angewiesen sind, dass ihre Bilanzen bereinigt werden können. Ich spreche von den staatlichen Banken, von den Landesbanken, die massiv in Problemen stecken. Und dieses Gesetz ist faktisch gedacht als ein Rettungsanker gerade für die staatlichen Banken. Die haben das größte Interesse. Aber jedem ist auch klar, und auch der Bundesregierung ist klar, dass damit die Landesbanken tatsächlich ihre Bilanzen bereinigt kriegen, dieses Gesetz nochmals wird geändert werden müssen. Es passt noch nicht so richtig auf die öffentlich-rechtlichen Banken. Das heißt, das, was Sie heute vorlegen, ist noch gar nicht das Konzept für diejenigen, die die meiste Hilfe brauchen, die am dringendsten Hilfe brauchen und insofern auch noch kein Grund zum Feiern, sondern allenfalls ein Einstieg in eine Lösung des Bewertungs- des Bilanzierungsproblems bei den Landesbanken. Und keiner verlangt von der Bundesregierung etwas Unmögliches, dass sie Länder zwingt, sich vernünftiger zu verhalten und auf eine Konsolidierung hinzuarbeiten. Aber sie sollten Gesetze wie diese schon nutzen, um Druck auszuüben, um den Druck zu erhöhen, damit in den Landesbanken auch wirklich wieder Nachhaltigkeit einzieht und ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Es ist leicht, Nachbarn zu beschimpfen mit starken Worten. Ich würde mir wünschen, dass man eher mal Klartext spricht, dort, wo die Missstände wirklich am größten sind, gegenüber den Ministerpräsidenten, gegenüber den Ländern. Ansonsten haben wir ein systemisches Risiko an unserem eigenen Finanzplatz, das weiter besteht und das uns noch lange Sorgen bereiten wird. Meine Damen und Herren, die FDP wird den vorgelegten Entwurf prüfen, und wenn er wirksam ist, wenn er die Probleme bei den staatlichen Banken ernsthaft angeht, dann werden wir uns auch überlegen, nicht zuzustimmen. Ich möchte noch auf einen der Entwürfe der FDP eingehen, die sicherlich alle auch sehr diskussionswürdig sind. Aber einer ist mir ganz besonders wichtig. Es geht um das Thema parlamentarische Kontrolle. Es gibt Defizite in diesem Bereich, die aus verschiedensten Fraktionen, auch Regierungsfraktionen, schon heute beklagt werden, was die Informationspolitik der Bundesregierung angeht. Aber wenn dieses Gesetz so beschlossen wird, wenn diese Zweckgesellschaften eingerichtet werden, das muss uns klar sein hier, dann wird der Sonderfonds jenseits des Bundeshaushalts noch mindestens weitere 20 Jahre bestehen. Das ist garantiert. Er wird nicht vorher liquidiert werden können. Das heißt, mit diesem Gesetz ist die Verlängerung des Sonderfonds des zweiten Haushaltes vorprogrammiert. Und im Übrigen erhöhen sich die Risiken durch diese Garantien beträchtlich. Die Risiken für die Zweckgesellschaften sind höher als die Risiken, die durch Garantien herkömmlicher Art bisher eingegangen worden sind. Und ich glaube, dass das Parlament darauf reagieren muss.
Wir schlagen vor, in unserem Gesetzentwurf die parlamentarischen Kontrollrechte auszuweiten und klarzustellen. Und dieses Anliegen sollte uns alle eigentlich einen. Und wir sind da gesprächsbereit an diesem Punkt, erwarten aber, dass mit diesem Gesetz, mit der Verlängerung der Laufzeit des SOFIN um mindestens 20 weitere Jahre auch das Parlament seine eigenen Mitwirkungsrechte stärkt.